Ja, hallo zusammen. Ich möchte heute mal ein Video machen, so ganz anders als die anderen. Ist ein bisschen freies Zeichnen. Stimmt, in jedem Fall habe ich gestern mit meiner Tochter zusammen, die war am Wochenende eher hier, da hat sie den Vorschlag gemacht, wir sollen nochmal malen. Und dabei ist halt was ganz Schönes entstanden, wie ich finde, nämlich dieses Bild von den zwei grasenden Kühen. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen, wie ich das gemacht habe. Das ist eigentlich sehr schnell gegangen. Überraschend schnell, und das ist für mich immer ein Zeichen, dass der Flow da ist, dass das Malen wieder funktioniert. Welche Farben ihr dafür nehmt, ist eigentlich relativ egal. Ich habe jetzt gerade von einem anderen Bild, das ich gemalt habe, noch ein paar Farben über. Ihr seht, dass die schon benutzt sind. Und ich nehm die jetzt einfach her. Ich habe mir irgendwann mal so ein paar Zeichenübungen gemacht zu Kühen, weil ich die eigentlich ganz attraktive Objekte finde, und die werde ich einfach so, wie sie sind, einscannen und auf meiner Homepage hochladen als Vorlage. Schlussendlich entscheidet er selber, wie die Viecher aussehen sollen. Ich zeige euch jetzt nur mal, wie ich bei solchen Zeichnungen vorgehe. Ich zeichne die sehr frei. Also was mir jetzt hier an dem Bild nicht so gefällt, dass die Linie, wo die Kühe grasen, praktisch genau in der Mitte ist. Also die Kühe sind ein bisschen weit nach oben gerutscht. Ich habe jetzt hier die weiter nach unten gerutscht, und zwar habe ich das einfach so gemacht. Ich habe mit dem Stift den Stift hier an dem höchsten Punkt des Rückens angelegt, einen Daumen hier hin, mache das gleiche hier und habe den Punkt dann nach unten verrutscht. Also das ist jetzt praktisch mein größter Punkt am Hintern. Dann nehme ich diesen Punkt, gehe bis zu dem höchsten Punkt an dieser Stelle, ja, da wo die Wirbelsäule da irgendwo so vorkommt. Das ist dann ungefähr so lang. Ja, das lege ich dann hier hin und mache hier meinen zweiten Punkt als Orientierung. Und der dritte Punkt, damit ich so einigermaßen die Proportion klar habe, ist die Dicke des Bauchs, habe ich auch. Und die Beinlänge, die mache ich mir jetzt so Daumen. Und so, und diese Kuh hier, die ist mir ein bisschen zu weit nach rechts. Sie ist so symmetrisch genau in der Mitte. Die habe ich ganz klein wenig nach links gerückt. Habe den Punkt halt auch wieder abgenommen, der ist genau auf der Höhe von dem Punkt, und habe das ganze Viech ein bisschen nach links geschoben. Das sieht man also hier. Ja? Seht ihr, also da war jetzt ursprünglich der höchste Punkt, und jetzt habe ich das Tier halt relativ weit nach links geschoben. Ich glaube, ich schiebe ein bisschen weiter nach rechts. Das ist doch zu extrem, weil womöglich kommt das Horn dann hier mit dem Kopf in Konflikt. So. Ja, und dann lege ich halt einfach mal los. Das ist jetzt ein bisschen schwierig für mich, weil ich so an der Kamera drumherum zeichnen muss. Da kann ich nicht so diesen meinen normalen Flow machen. Ich versuche es mal zu imitieren. Ich schiebe mal eben die Palette weg, die brauchen wir gleich. Also zum Zeichnen nehme ich her, also ich zeichne auch nicht vor, sondern ich zeichne einfach wüst los, so wie ich es in meinem Buch beschrieben habe, relativ frei und wenig nachdenken. Und ich nehme dafür her von Faber-Castell PITT, Pitt Artist Pen, in der Größe S. Die gibt es in vielen verschiedenen Größen. Ich nehme die auch gern zum Signieren her bei Kleinbildern, weil die eine wasserfeste Tusche besitzen, die die höchste Lichtbeständigkeit haben. Okay. Die andere Kuh auch schon fertig. Mehr braucht man eigentlich nicht. So, und das ist das ganze Bild. Also die Vorzeichen eigentlich das längste, ihr seht, also diese relativ freie Arbeit mit kurzen, schnellen Strichen, und ob das jetzt stimmt oder nicht, das ist mir jetzt ehrlich gesagt völlig wurscht, weil den Rest macht ja das Auge. So, was er jetzt auch noch braucht, sind ganz viele Tücher, und als Pinsel könnt ihr irgendeinen nehmen. Ich habe jetzt hier einen Katzenzungenpinsel Nummer 12, aber ihr könnt da irgendeinen anderen Pinsel nehmen. Wir arbeiten das sehr, sehr nass in nass, und wir werden nur einen Trick verwenden,
Den habe ich jetzt bei dem Bild hier nicht verwendet, aber den möchte ich verwenden. Und zwar habe ich den von der, glaube ich, von der Gerda Lipski, Kanal kann ich nur wärmstens empfehlen. Das kann man hier sehen, also man arbeitet mit einer feuchten Farbe und streut dann ordentlich Salz drüber. Das lässt man dann antrocknen und wenn es einigermaßen trocken ist, dann wischt man das wieder ab und dann hinterlässt das Salz so komische Strukturen. Und ich möchte diese Strukturen hier unten haben, so praktisch in der Wiese sozusagen, dann möchte ich diese Strukturen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das gut aussieht, aber es ist ein pures Experiment. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob es funktioniert oder nicht. Sehr spannend das Ganze. So, also ich werde jetzt relativ wüst hier und ganz, ganz schnell arbeiten. Da werdet ihr euch vielleicht wundern. Das ist diesmal nämlich wirklich ein echtes 10-Minuten-Bild, weil man das wirklich in 10 Minuten fertig hat, wenn man das jetzt die ganze Zeit labert, so wie ich. Worauf ich halt achten würde, ich habe halt mir gedacht, das Licht kommt von rechts. Das heißt, alle linken Teile, hier unten das hintere Bein, hier die linken Seiten und so, das mache ich alles dunkler. Dann kommt hier natürlich noch ein Schatten hin, der, weil das Licht von rechts kommt, natürlich nach links verlängert wäre. Und mehr braucht man eigentlich nicht an Theorie. Das heißt, also selbst bei so einem abstrakten Bild arbeite ich dann trotzdem noch einigermaßen theoretisch. So, das brauche ich gleich, das knülle ich mir schon mal schön zusammen. Dann mische ich mir halt irgendeine Farbe. Nehmen wir das Rot und ein bisschen was von dem Blau. Über die Farben. Ja, wie gesagt, ihr könnt die Farben nehmen, wie ihr wollt. Ich habe jetzt hier Preußischblau, Kölinblau, Zinnoberrot. Das verwende ich sonst überhaupt nicht. Das habe ich jetzt gerade übergehabt. Wobei ich glaube, ich habe hier ein anderes Rot verwendet und zwar Crimson. Das ist noch besser, finde ich. Hier, das geht mir zu sehr ins Violett rein. Und Cadmiumgelb, hier habe ich auch kein Cadmiumgelb verwendet, sondern lichten Ocker, aber ich habe jetzt halt gerade das Cadmiumgelb hier, dann nehme ich mir jetzt ein bisschen was, dann machen wir halt violette Kühe. So, das mache ich jetzt richtig schön feucht, jetzt gefällt mir nicht, ich möchte noch mehr von dem Gelb. Soll ruhig ein bisschen ins Bräunliche gehen. So, und es sollen auch ruhig alle Farben, die ich gemischt habe, noch sichtbar sein. So, und dann mache ich jetzt einfach hier so die dunklen Stellen, ne, hier am Bauch. Da hinten das Bein, dann hier nur den hinteren Teil von dem Bein, hier so, vielleicht nun hier noch, vielleicht ein Schatten von den Muskeln hier oben, hier die ganze rechte Seite, auch hier mit der Pinsel ein bisschen aufgespreizt, dann hiervon und da hinten das Bein, das kleine, ups, dann die Innenseite von dem Bein und hier nur so. Okay, das reicht mal. Aber dann nehme ich ein bisschen Weiß, hält die ganze Sache auf und gebe dann noch mehr Gelb dazu. Ich sehe schon, wie einige von euch verzweifelt versuchen, das dann nachzumalen, aber es wird euch wahrscheinlich nicht gelingen, weil ich sollte aber die Farbe hinkriegen. Aber dafür brauche ich jetzt das, weil ich das hier dann noch so nacharbeiten kann mit dem. Ich glaube, ich mache die Kuh lieber ein bisschen orange noch. Das ist eine coole Farbe, total schöne Farbe, so leicht fleischfarben. Und immer wieder ins Wasser rein und sehr flüssig arbeiten. Und wenn ich jetzt noch mehr Dunkelheiten haben will, dann nehme ich mir jetzt einfach mein Preußischblau. Und ihr wisst ja, ich kann es nicht lassen. Ne? Da kann ich jetzt hier. Hört da meinen Nachbarn schreien? Interessant, ne? Den ganzen Tag so. Ist nicht förderlich für die Kreativität. So, das arbeite ich jetzt einfach nur so ein bisschen hier so ein. So, und fertig ist meine Kuh hier. So, mehr brauche ich nicht. Gut, und jetzt möchte ich das ein bisschen mit Komplementärfarbe machen. Deswegen werde ich hier jetzt im Gegensatz zu dem ersten Bild, das ich gemacht habe, hier doch ein bisschen mehr ins Grüne gehen. Achso, den Himmel mache ich glaube ich erst nochmal.
den hätte ich übrigens zuerst machen sollen. Ist also eine Technik, die ich in den Videos Ende 2015 öfters verwendet habe. Also ich nehme einfach Kylin Blau, ordentlich weiß, tue ich noch mehr davon, ganz viel Wasser und muss ich mal gucken, wo ich die Horizontlinie mache. Ich glaube hier soll der Horizont sein. So, ach so, genau, Aquarellmalerei. Warum mache ich nichts in Aquarellmalerei? Das hat einen einfachen Grund. Aquarellmalerei ist die höchste Kunst überhaupt, also Aquarellfarben. Und ich maße es mir nicht an, das jetzt schon zu können. So, und dann gehe ich halt großzügig hin und wische das alles wieder weg. Seht, das habe ich ja auch gemacht. Ja? Oh. Ich muss es ein bisschen länger reinhalten, das auch in Ruhe sehen können. Das gleiche machen wir jetzt hier. Ich wische das großzügig wieder weg. Vor allen Dingen hier unten. Ja, ihr wisst, dass der Himmel unten immer heller ist. Zum Beispiel auch an der Stelle hier, dass der Schweif wieder rauskommt. Dann zwischen den Kühen hier. So. Wenn das ein bisschen Farbe von den Kühen da oben weggeht, ist es nicht so schlimm. Es gibt im Himmel noch eine schöne Färbung. Seht ihr? Bäm. Fertig. So, und jetzt nur noch das Gras und das Bild ist fertig. Ja? Jetzt kann ich natürlich sagen, hier das Bein ist nicht so schön geworden. Das kriegen wir aber ganz einfach hin. Nehme ich einen frischen Pinsel und gehe dann nochmal mit feuchter Farbe, ach, mit Wasser dran, mache die Farbe nochmal ein bisschen feucht. Und wenn ich jetzt kräftig rubble, sehr kräftig rubble, kriege ich tatsächlich die Farbe auch nochmal weg. Ist ja doch nicht so, dass ich jetzt hier völlig frei malen könnte. Nein. Das kennt ihr ja von mir, ne? Dass ich immer so doch immer auf dem Weg hin bin, zu sehr sauer zu malen. So, jetzt brauche ich eigentlich nur noch ein schönes Grün und das war's. Und auch da, ihr habt gesehen hier, ich mische die Farben nicht aus, sondern ich lasse die Vielfalt der Farben auf der Palette bestehen. Ich nehme mal Preußisch Blau. Jo. Und Weiß. Dann nehme ich mir hiervon was, um die Farbe abzudecken, weil natürlich viel zu intensiv ist. Noch mehr Gelb. Ach, das sind doch geile Farben. Ja, und dann nehme ich halt einfach viel Wasser und haue das jetzt hier drauf. Ach ja, genau, wir wollten das ja mit dem Salz machen, ne? Oh, hoppala. Das ist mein Aquarell. Hier einfach dazwischen gegangen. Achso, wir müssen ja noch die Schatten machen, sehe ich gerade. Die machen wir gleich. Das ist mir insgesamt jetzt ein bisschen zu dunkel geworden. Werde ich jetzt gleich nochmal wegwischen. Hier wird es zu wenig Kontrast zu den Kühen hin. Macht aber nichts, weil ich alles nass in nass arbeite, kann ich da jetzt sofort wieder drüber gehen. Das entfernen, und dann wird es gleich heller als hitter. Vielleicht kann ich auf diese Art und Weise auch die Schatten einfach hier so jetzt so rausarbeiten, dass ich sage, okay, die Schatten sind einfach die Stellen, die ich jetzt dunkel stehen lasse. Müssen wir gucken. Ja, ich glaube, ich mache die doch extra. So, eben die Schatten. Die Schatten auch. So, und jetzt muss ich es nochmal nass machen. Ich möchte diesen Trick nochmal mit dem, ich gehe jetzt rein in dieses Weiß rein. Ich habe jetzt hier so eine etwas grau, das ist so eine grau-gelbe Farbe.
Kann man mich überhaupt nur sehen? Ja, wunderbar. Damit gehe ich jetzt hier drüber, mache das richtig nass nochmal. Mein Malwasser ist jetzt auch nicht mehr das sauberste, deswegen sieht das jetzt so toll aus und jetzt kommt einfach das Salz drüber. Gut, ihr müsst unbedingt Jodsalz nehmen, Biosalz, ne? Sonst wird es nichts. Ja, und das lassen wir jetzt einfach trocknen. Achso, was ihr natürlich auch noch machen könnt, man kann jetzt, das habe ich dann auch hier gemacht, mit diesen Farben, wo ich so weggerubbelt habe, kann man natürlich auch eine Hintergrundnummer machen. Jetzt mache ich mal hier so ein bisschen krasse Farbe. Man kann natürlich hier noch so, oh, hoppala. Da diese Tupftechnik, ja, die habe ich ja schon ein paar Mal gezeigt, hier irgendwie dann so eine so Background reinwurschteln. Habe ich hier an den Stellen gemacht, da ist es aber ein bisschen zu durchsichtig geworden. So, und jetzt lassen wir die ganze Sache mal trocknen und dann schauen wir, wie das nachher ausschaut. Bis gleich. So, ich habe die Sache ein bisschen beschleunigt mit dem Föhn. Es ist nicht ganz trocken, aber ich hoffe, dass man schon was erkennen kann. Oh ja. Da seht ihr diese merkwürdigen, lustigen Strukturen und hat nicht überall so gut geklappt. Das liegt aber daran, weil der Untergrund einfach nicht so feucht war. Ich habe bei dem anderen Bild hier zwischendurch nochmal mit dem Spray gearbeitet und habe das Ganze nochmal angefeuchtet. Das können wir jetzt ruhig nochmal machen. Weil, wie man ja weiß, ich mit so einem Bild nie zufrieden bin. Ich muss ja immer weitermachen. Ich habe gesagt, dass mir die Schatten hier nicht tief genug sind. So, und mir ist es auch insgesamt nicht rot. Ich finde es eigentlich toll mit den Farben hier. Viel schöner als da, also am besten nimmt er dann halt doch die Farben, die ich beim ersten Mal genannt habe, also preußisch-braulichen Ocker und Zinnoberrot. Es gibt irgendwie schönere Farben. Ich sollte auch dringendst mein Wasser hier mal sauber machen, aber es ist mir jetzt ein bisschen egal. Ich mische mir jetzt hier einfach so ein knatschiges Orange nochmal zusammen. Gehe da jetzt nochmal drüber. Nochmal salzen. Natürlich nachher, wenn ich aufräume, ziemliche Sauerei. Dann bin ich hingegangen und habe mit so einer Sprühflasche, die gibt es für 1 Euro oder so beim, keine Ahnung, bei allen möglichen kleinen lustigen 1-Euro-Geschäften. Und dann habe ich das Ganze halt angesprüht. Vorführeffekt. Jetzt wisst ihr auch, wieso die 9 Euro kosten. Ich habe das angesprüht und dann halt nochmal trocknen lassen. Kann ich jetzt nochmal machen. Und dann gab es halt diesen anderen Effekt. Also jetzt mit diesen kräftigeren Farben gefällt mir das eigentlich viel besser. Lass mal es nochmal trocken, ich nehme eben einen Föhn und dann schauen wir nochmal. Ja, okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Technik hier richtig mache. Vielleicht schaut aber der Gerda nochmal nach auf ihrem Kanal. Ansonsten werde ich mal vielleicht einfach demnächst mal ein eigenes Video dazu machen, wie man die Sachen halt auch in der gegenständlichen Kunst verwenden kann. So ein bisschen kann man es erkennen, aber nicht so toll wie bei dem Bild da eben. Kann aber auch an den Farben liegen, die ich hier verwendet habe.
weil der Kontrast im Hintergrund vielleicht zu schwach ist. Naja, sieht also schon, doch, sieht jetzt in jedem Fall wesentlich, zumindest wesentlich besser aus als vorher. Ihr könnt in dem Stadium übrigens, also das Bild ist für mich, wäre jetzt für mich fertig, ne, das würde jetzt so an die Wand hängen wollen. Ihr könnt in dem Stadium noch hingehen und ganz viel ändern. Ihr könnt zum Beispiel sagen, okay, der Rücken ist mir jetzt immer noch zu nicht hell genug. Dann könnt ihr in dem Stadium noch, wenn er kräftig rubbelt, nur Farbe abnehmen. Seht ihr? Dann kommt hier ganz leicht der Hintergrund wieder raus. Also man kann relativ viel auch mit Acryl, also natürlich nicht wie bei Öl, wo man jederzeit an einem Tag eine Farbe wegnehmen kann, wenn man ein bisschen Terpentin nimmt. Aber man kann hier wirklich hingehen und einzelne Stellen heller machen. Das ist keine Ahnung wo hier. Der hat ordentlich Rubbel, seht ihr, dann kommt da so helle Farbe raus. Ne? So, also, hier eher abstrakt, Kühe, die irgendwo in so einem Fantasyland schweben und hier abstrakte Kühe auf einer abstrakten Weide, da ganz also semi-realistisch. Aber mir gefällt es einfach total gut, ich muss sagen, es ist eins der Motive, die mir bisher am allermeisten Spaß gemacht haben. Ich werde wahrscheinlich wieder weitermalen, egal. Gut, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmalen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!